Moin Leute, Harald wieder am Start, wieder mit Michel. Und Moin. ja, wir sind jetzt hier in meiner schönen upgradeten Skelettfarm. Die funktioniert jetzt vollautomatisch mit vollautomatischer Item Collection. Wenn diesmal funktionieren. Lol. Ach nee, das Minecart ist kaputt gegangen. Ich muss Scheiße. ganz kurz hoch noch einen Apfel holen. Ich habe jetzt Gold, aber keinen Apfel. Ja, muss wohl reparieren, Leute. Bis gleich. Also Leute, ich habe es repariert und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Ich habe es quasi so gelassen wie vorher, nur dass ich jetzt diesen Titan-Killer hier reingebaut habe. Der tötet halt die ganzen Zombies und Skelette einfach vollautomatisch, Leute. Und dann gehen die Items halt einfach hier durch und werden dann hier schön einsortiert. Halt die Knochen gehen hier rein, das heißt Knochenmehlproblem schon mal gelöst. Wollte das Fleisch Was hier nicht mehr ist, rein, einfach geht. Pfeile hier rein. Ja, das ist mega wild, ne? Vor allem mit Plünderung 3 auch noch. Das Geile ist halt, wir können ja jetzt vollautomatisch stehen, müssen halt nichts machen so. Können einfach chillen. Hier gehen dann eigentlich alles andere rein, was nicht da vorne einsortiert wird. Und das Gute ist, sobald eins dieser Truhen einfach voll ist, dann geht der Rest einfach in diese Truhe hier und kann dann automatisch weggeschmissen werden. Da tun wir dann auch die ganzen Sachen rein, die halt normalerweise sowieso weggeschmissen werden würden. Irgendwie Lederrüstung oder so. Aber Leute, man kann halt nie wissen, wann man das braucht, so habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Ja, und trotzdem kriegen wir noch die EP, wie ihr sehen könnt, falls man mal schnell Sachen reparieren muss oder so. Ist ja ganz entspannt. Das heißt, das ist jetzt die neue geupgradete Skelettfarm. Ich habe auch meinen Lichttrick ein bisschen angewendet, wie ihr sehen könnt. Sieht ziemlich fresh aus, finde ich. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Hat Michel nämlich auch noch nicht gesehen, was ich noch Schönes gebaut habe. Kann ich Ihnen gleich zeigen. Doch, den Raum habe ich schon gesehen, aus Versehen, glaube ich. Also wenn Nö, du das ist was meinst. anderes. Aber jetzt, Leute, leider ist unser Dorfbewohner hier zu einem Zombie-Dorfbewohner geworden. Also gönne ich mir mal einen Wurftrank. Hast du jetzt schon einen Goldapfel, oder? Nee. Oh. Ja, Ich dann. will den Wurftrank werfen. Okay, aber schlag ihn nicht, ne? Nein, das schaffst du schon. Aber kannst du gerne machen. Da brauchen wir halt. Digga, jetzt hätte ich gerade Schwächste von Michel und Musik angemacht. Sehr nice. Naja, Bitte zumindest. mach mal bitte Flugmodus an. Ja, und ich habe gerade noch den Ton gemacht. Lol. Ja, sehr nett. Guck mal, warum ist der so gespawnt? Machen die manchmal einfach. Zumindest sobald Michel endlich mal einen Apfel hat, dann können wir den Kollegen wieder heilen. Und dann das ganze frittierte Fleisch richtig billig tauschen, Leute. Auf entspannter Basis so. Da bekommen wir ja für ein verrottetes Fleisch vielleicht. Ja, wenn es funktioniert. Ich hatte das schon mal ausprobiert, mein Trailing Horse hat nicht geklappt, Leute, deshalb. Naja, okay, Mente hat fast 400, interessanterweise. Naja, zumindest. Ja, machen wir kurz Pause, bis Michael den Apfel hat. Grüß gleich. Ist noch kein Goldapfel. Okay, also Michael ist ein Apfel jetzt. Let's go, Michael. Du kannst dir einfach einen Trank da unten rausnehmen. Ich habe dir den wieder hinten reingetan. Also musst du halt den Apfel geben und dann den Trank auf ihn schmeißen. Und bitte schlag ihn nicht, er ist wahrscheinlich schon fast tot, Leute. Wie gibt man ihm einen Apfel? Einfach soll ich das lieber machen mit dem Ja, okay, Apfel? mit dem Apfel kann man es gehen. Okay, das ist das, das heißt. Zack. Oh. Ne, du musst ihn, glaube ich, erst den Trank hinschmeißen. Schmeiß mal den Trank hin. Ich habe jetzt auch schon Let's hier. go. Jetzt, jetzt, Pa, jetzt. pa, pa. Oh, ganz langsam. Ganz langsam wird er sich konvertieren, Leute. Richtig nice. Dann haben wir Habe wieder ich noch nie unseren. zugeschaut. Echt nicht? Nee. Krass. Dann halte ich mal die Kamera drauf. Aber solange halte ich natürlich ein Plünderungsschwert, Leute. Dann kriege ich viel mehr von diesen Drops und natürlich noch ein bisschen mehr von den EP. Aber gar nicht schlecht. Bin schon. Hab schon Level 96 erreicht. Nice. Nee, 69, Entschuldigung. Nice, auf jeden Das Fall. ist mein Ding. Michel versteht den, habe ich mal erklärt, den Witz irgendwann. Leider. Ey, du hast nachgefragt, so tut mir leid, Michel. Ja, woher soll ich wissen, was das bedeutet? Naja, das ist halt die Frage, ne? Naja, zumindest. Jetzt weiß ich es leider du. Ja. Aber was hältst du eigentlich von dem neuen Sortiersystem hier drin? Das ist eigentlich Finde ganz ich cool, wa? ziemlich geil, du. Das ist echt Ja, so. ne? Ich finde es auch so, ich finde es so krass, wie das einfach geht mit diesen, mit diesen Filtern. Ich finde das Ja, voll ne? krank, Alter. Das ist eigentlich mega smart so. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hatte, aber Ich smart, ne? weiß nicht, ob ich gerade einfach scheiße ungeduldig bin, aber geht das nicht normalerweise Ja, du schneller? bist scheiße ungeduldig. Aber ich dachte, das Es geht gibt, glaube ich, schneller. einen Bug, dass der nicht mehr sich so wackelt, weißt du, dass er nicht mehr wackelt. Was heißt Das, wackelt? normalerweise wird er so zittern, wenn er sich gerade konvertiert, aber macht er gerade nicht wegen dem Bug. So. Ach ja, was mir noch einfällt, Leute, diese ganzen nicht stackbaren Items, die nehmen normalerweise ja so krank viel Platz ein, ne? Aber jetzt mit dem neuen System, oder genauso die Falle, ne? Weil ich brauche halt die Falle nicht, ich nehme die alle nie raus. Anders halt, anders als halt die Knochen und die, das frittierte Fleisch. Das heißt, theoretisch haben wir jetzt, auch wenn es hier ein bisschen Ist kleiner dein Tag aussieht. der Schwäche jetzt wieder vorbei? Soll ich noch mal einen auf ihn werfen? Nee. Nee, der hat um die Partikel, alles gut. Cool. Oh! Let's go, jetzt können wir tauschen.
Nicht für 1 Smaragd, sondern für 26. Leck mich am Arsch. Digga, er ist einfach teurer geworden. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen arbeiten, aber für 1 Smaragd kriegen wir das nicht hin mit dem Tauschen. Jetzt bekommen wir für 1 Smaragd eine Enderperle, aber wir... Ach, aber für ein Gold bekommen wir 1 Smaragd. Alter, let's go. Ab zur Goldfarm. Ja, und jetzt ist er gelockt. Ich habe jetzt mir 12 Smaragd von Menschen geholt. Oha, entspannt, Digga. Ja, easy. Ja, dann können wir, wenn du Kann man willst. ihn entlocken? Geht das, kann man da irgendwie so einen Trick oder Nee, so? du musst, müssen warten, bis er arbeitet. Schau, wie arbeitet er? Sieht man das irgendwie? Nö, du musst einfach warten. Okay. Ziemlich blöd, ich weiß. Kann man mit Goldkarotten irgendwelche Tränke brauen? Ja, Nachtsichttränke. Kann ich welche machen? Wenn du unbedingt willst, gerne, Michel. Michel haben Gold, ab Nachtsichttränke. Was denn? Ist doch cool. Ja, ne? Eigentlich schon. Nachtsicht ist so geil, Alter. Hä, ich Ja, komm nicht steht mehr ins da. Wasser, du. Bäh. Wo ist denn das Wasser? Na, da hinten. Ah, jetzt guck hier. Alles klar, Michel, folgen Sie mir. Ey, das ist so geil, dass ich jetzt wieder in mir keine Gedanken über Knochen machen muss. Richtig wild. Ja, egal, ich mach das mal erstmal hier aus mit den Tridenkiller. Okay, was du bist Ach ja, du weißt eh schon, wo du hin musst. ja, ich würde Ui. trotzdem ganz gerne noch warten, bis der Traum fertig gebraut ist. Na gut, da kann ich schon mal für die anderen Leute erklären. Und zwar, ich habe einfach irgendwie so 3 Wochen oder so gewartet und ich hatte nicht einmal Gewitter, Leute. Warum ich halt Gewitter haben will, ist Warte, halt. ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Okay. Jetzt bin ich auch fertig. Okay, nice. Also, hat noch nicht die Tränke, aber ich verlängere sie gerade trotzdem mit deswegen. Ja, ich kann ja schon mal die anderen Sachen erklären. Zumindest, ich habe 3 Wochen oder so immer noch kein Gewitter gehabt. Ich will ja nämlich unbedingt Mob-Köpfe bekommen, ne? Und wie man das halt macht, ist halt, man nimmt einen Charge Creeper und erst lässt ihn explodieren. Ja, und dann, wenn er dann Mobs tötet, dann kriegt man die Köpfe davon, ne? Also habe ich mir hier eine kleine Falle gebaut, wo ich dann hier später ist dann ein Das Creeper Schaf drin. bedrängt mich. Tja, Michel. Also genau da, auf dem Block da. Da ist dann später ein Creeper, den man dann mit einem Dreizack zum Charge-Creeper machen kann und dann mit einem Feuerzeug anzünden kann. Und dann kann man ihn halt zum Explodieren bringen mit einem Feuerzeug, wie gesagt. Und wenn dann, Moment, hier Wo bist du? Ach, da bist ganz viele Zombies und Skelette drin sind, wie jetzt gerade, Hä? ich töte die einfach mal alle. Warte, Wo? ich mach mal Autoklicker an kurz. Wenn hier halt alles voll mit Skeletten und Zombies ist, Digga! dann kriegt man halt von jedem, den er umbringt, einen Schädel, weißt Was du? darf ich sie umbringen? Weil ich brauche P. Ach so, du kannst doch einfach vor mich gehen. Also nicht vor mich, aber voll Selber. Idiot. Zumindest so, dass du die halt einsammelst. Ich hab Kannst du Autoklicker mir vielleicht an, Mann. aussuchen? Ja, okay, töte sie einfach. Zumindest, ja, wenn die halt alle sterben, kriegt man von jedem halt einmal den Mob-Head. Das geht halt nur, wenn es gewittert. Und zwar, was ich dafür gemacht habe, ist. Oh, hier ist ein Ertrunkener. Naja, egal. Ich habe hier oben den Hebel eingebaut. Jetzt gerade ist er quasi im Modus, wo er halt die Mobs runterfallen in den Trident Killer. Und jetzt habe ich ihn umgelegt, sodass die Mobs alle dahin gehen, wo Michel sie gerade tötet. Jetzt Trident Killer. Jetzt Mob Head Farm. Und so kann man halt richtig schnell Da sind richtig viele viele. Items. Ja, richtig viele von denen bekommen. Da alles, was man dafür machen muss, ist halt einen Creeper hier reinzulocken. Den halt dann, wenn es halt dann gewittert. Alter, das ist witzig, die da reinzutun, Ja, sie ne? umzubringen. Ja, auf jeden. Wenn es halt gewittert, kann man die dann halt so töten. Die Creeper dann zu Charge Creeper machen, dann Köpfe bekommen. Aber wie gesagt, 3 Wochen noch nicht einmal Gewitter gewesen. Ja, ich mach das mal, ändere das mal wieder hier zu Trident Killer Modus. Let's go. Und dann können wir wieder zum zweiten Killer gehen. Okay. Warum ein Killer-Modus? Ja, weil das dann vollkommen AFK kann man dann da stehen. Ja, okay. Aber du könntest theoretisch auch mit Autoklicker da abwerfen. Richtig, aber es würde Hunger verbrauchen. Und dann müsste ich darauf achten, dass ich nicht Hunger verbrauche. Also. So, jetzt sterben die hier schön alle. Och, es ist so entspannt, Leute. Wie gesagt, die Items gehen alle hier durch und dann werden sie schön einsortiert. Guck mal, wie viele Knochen wir schon haben, Digga. Ich meine, wie lange waren wir hier? Eine halbe Stunde? Tschüss! Digga. Es ist so ein klassischer Michel. Wo bist du gerade reingefallen? In diese Schiene. Oh, Michel. Es ist literally das zweite Mal in 2 Tagen, wo du in eine meiner Gebäude oder so Sachen reingefallen bist. Löcher ziehen mich halt an. Also, nachdem ich den Trident Killer wieder repariert habe, was wollen wir jetzt eigentlich machen, Michel? Essen.
Ich kann keinen Quarz oder einen Nether reichern. Ja, habe ich nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt. Ich kann aber nichts kaputt gemacht werden. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber du könntest uns umbringen. Ja, aber warum sollten wir? Naja, warum solltest du einfach so in meinen Twine-Keller reinhüpfen? Aber es ist doch unentschieden, Leute. Und zwar wollten wir Banner machen, Leute. Ich habe jetzt hier einfach mal das Design für meinen schönen Banner. Oh, ich habe die Facecam noch gar nicht. Dankeschön. Da bin ich. War noch ein bisschen verschoben, weil, ne. So, da, ja, danke komm, für den das Tipp. Ist jetzt auch egal, du. So, zumindest brauchen wir erstmal diesen Kartographer-Table. Ich habe gerade keinen davon. Ich muss aufpassen, dass das Handy von Michel nicht ausgeht, wo gerade das Banner-Design drauf ja, ist. Ja, Mathe kannst du doch wieder entsperren. Stimmt. Scheiße, ich habe schon wieder die Richtung verloren, Alter. Ach, Michel, jetzt guck doch einfach nach den Koordinaten. Oder schreib dir die auf nächstes Mal. Michel ist gerade lost im Never, man kennt's. Ist ja auch ein schöner Videotitel, aber dann müsste ich aufnehmen. Michel, lost im Never. Ich habe ja schon mal eine Folge Lost im Never gemacht. Hast du? Ja. Geil, also. Mit Felix, glaube ich, war Part 2 oder so. Da waren wir ziemlich lost. Wir wollten zu meiner. Nee, wir wollten. Ach ja, ach, wir wollten. Da hat Felix seine Elytra verloren. Stimmt. Und noch so meinte so: Jo, nee, komm, da passiert schon nichts. Und dann ist er in die Lava geflogen. Ja. Also da anzuschauen. Das war, für dich war hart. Das war schmerzhaft. Aber es war witzig für die anderen. Ja, naja, das könnte man ja eigentlich generell sagen bei meinen Videos meistens. Ja. Naja, zumindest Leute, was wir brauchen ist. Oh Gott, wo ist denn das? Ja, das sowieso. Hier, ja, ein sowieso. Webstuhl. Ich werde später nochmal einen Raum bauen für den Webstuhl. Ich habe noch ein paar andere coolen Banner-Designs, aber die kann ich noch nicht machen, weil ich dafür Creeper-Kopf brauche. So, erstmal, das erste, was wir machen, ist, wir nehmen den roten Banner und ja, dann willst du den rot machen? Schwarze Farbe und machen. Welches Muster ist es? Warte, das ist lol, ich sehe das nicht, das Muster. Hey, welches willst denn du? Das erste? Ach, das ist. Hä? Bin ich blöd? Na, das. Hey, lol, das gibt's nur, dass es weiß ist dann. Warte, mach mal ganz das letzte. Das allerletzte. Nee, das ist auch nicht. Doch, das ist doch. Nee. Hm? Nee, nee. Was ist es, Digga? Digga, das ist was ganz, ganz anderes. Guck doch. Ach, du willst das machen? Ja. Ich dachte, du willst das da. Als ob das nicht geht. Lol. Das würde literally jedes meiner Banner-Designs ruinieren, wenn das nicht geht. Digga. Könnte auch sein, dass ich es einfach in der Werkbank machen muss. Wie müsste man es in der Werkbank machen? Das muss ich kurz nachgucken. Ich habe hier extra den Tab schon offen, wie man das macht. Banner-Pattern. Da muss man hier oben gucken. Digga, wenn das Java-exklusiv ist oder so ein Kack, dann bin ich richtig pissed, weil ich habe so viel. Oh, jetzt ist es ausgegangen. Ah, jetzt ist es wieder an, sehr gut. Weil ich habe so viele von diesen Kack-Bannern, von diesen Banner-Designs gemacht. Ach, guck mal, man braucht eine Ranke noch dazu. Muss man die dann auch. Man braucht noch eine Ranke. Muss man die Ranke dann auch in das Teil da reintun? In diesen komischen Stand da? Wenn ja, wäre das nämlich ziemlich cool. Wir sparen uns damit dann nämlich einen fetten Haufen schwarze Farbe. Und wenn man halt kein. Oh, da ist ein Enderman am Start, okay. Und wenn man halt keine Farm für sowas hat, dann ist es natürlich ziemlich schwer, an Farbe zu kommen. Was wären denn Farm für eine Farm für schwarze Farbe so? Naja, für eine Squid Farm zum Beispiel. Was? Eine Squid Farm? Mit Tintenfischen. Ja, aber das ist, du tötest ja keine Tiere. Also ja, deshalb meine ich ja, ist schwierig dann. Okay, das geht nicht. Okay, ich hoffe einfach mal, ich kann das craften. Weil wenn nicht, wäre das ziemlich uff. Das wäre ziemlich uff sogar. Was ich machen muss, ich muss den Banner nehmen. Dann schwarze Farbe und eine Ranke. Du musst es aber in der richtigen Anordnung machen. Nee, das ist das Richtige. Oh, let's go. Mal gucken, sieht es so aus, wie ich es haben will? Gut. Natürlich sind wir noch nicht fertig, Leute. Ja, let's go. Let's go. Okay, das fand ich jetzt ein bisschen schade, dass es damit nicht geht. Okay, jetzt brauchen wir. Solange es geht. Black Flower Charge. Das machen wir auch mal lieber hier drin. Dazu müssen wir den Banner nehmen. Dann natürlich wieder schwarze Farbe. Und dann eine dieser Margeriten. Ich hasse, dass man mal Craft nicht Shift klicken kann, ne?
So, jetzt haben wir das schon mal. Das Warte ist mal. übrigens mein erster Banner überhaupt, Leute, den ich gerade mache, den ich designt habe. Alter, Alter! das Das sieht sieht ja mega jetzt schon cool aus. witzig aus. Ja, ne? So, wenn wir jetzt den Banner nehmen und nochmal schwarze Farbe reintun, dann nehmen wir jetzt diese unteren Teile, damit hier unten dieses Zacken ist. Ja, das sieht man gar nicht. Doch, doch, wenn man genau hinguckt, sieht man das unten. Und dann habe ich orangene Farbe, sehr schön. Jetzt kommt Orange ins Spiel, Leute. Und zwar so, dass es. Du hattest die schwarze Farbe. Nee, das ist schon richtig, Michel, glaub mir. Sieht aber nicht richtig aus. Ich weiß. Ich stell mal hin Auf jetzt. einmal sieht's kacke aus, Bin ne? mir ziemlich sicher, dass du was falsch gemacht hast. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich nicht. Das wirst du später noch alles sehen, Michel, keine Sorge. Jetzt, wir sehen, der Banner wird teuer, aber ich werde noch teurere Banner machen, keine Sorge, Leute. Wir Der nehmen uns allererste. jetzt, ja, man kennt's, den Riverschädel, den müssen wir, ach nee, machen wir auch in der Werkbank. Den müssen wir jetzt schwarz färben. Ja, den Witherschädel. Naja, also zusammen mit dem Banner halt und schwarzer Farbe. Ich hoffe, ich habe genug schwarze Farbe. Ja, muss man schwarz färben. Bam. Jetzt sieht's so aus. Alter. Jetzt müssen oben die Zacken noch gemacht werden. Richtig. Das machen wir noch schön oben die Zacken. Mette gefällt es auf jeden Fall schon, wie es aussieht. Meine Schwester. Und da sind wir auch schon fertig, Leute. Alter. Geil. Geil. Sieht halt wirklich einfach geil Alter, wie aus. schnell das einfach ging so. Ja, Wenn ne? du genügend Ressourcen hast, dann ist das ja gar kein Problem. Alter, episch. Den Philipp? kann ich jetzt immer ein Schild craften oder was auch immer damit machen. Kann man die Banner eigentlich irgendwie kopieren oder muss ich jetzt jedes Mal noch so einen Banner machen? Ja, das wäre geil, wenn du da einfach irgendwie so reiten. Na, wahrscheinlich nicht, aber. Alter, es sieht wirklich Ja? sexy aus. Philipp? Ja. Machst du jetzt noch einen Banner, oder? So Leute, ich habe gerade rausgefunden, man kann anscheinend diese Banner kopieren. Wirklich geil. Ja, es geht, let's go. Oh. Alter. Oh mein Gott. Sieht schon fresh aus. Digga. Ich liebe auch den 3D-Effekt, den ich mit der orangenen Farbe gemacht habe. Ja, zeig mal. Ist kaputt. Das ist kein 3D-Effekt. Naja, egal, Das ist Ansichtssache. ein. Huch, ich kann wieder durch Löckel durchgehen. Naja, auf jeden Fall ziemlich nice. Gönn Die Leute sehen das schon ein bisschen später jetzt, man sieht mich gar nicht mehr. Ey, ich bin Wo so ist. pisst. Ich habe extra Philipp, es ist gar diesen. nicht so spät, Digga. Die Ne? Vorhänge sind nur zu. Ach, habt ihr die zugemacht? Ich weiß es nicht, warte, ich kletter hier kurz mal Ne, raus, aber ist, so. ah, schon fast 19 Uhr so. Ey, aber Leute, guckt euch das an. Ich kann Magik. diesen Kackbanner nicht mehr weitermachen. Das regt mich so auf. Ich zeige euch mal kurz, wie der hätte aussehen sollen. Man sieht halt Magic. literally nichts einfach. Egal. So hätte er aussehen sollen, Leute. Viel zu heftig, ne? Aber nee, ich kann nicht zu Ende machen, weil keine Ahnung wieso. Und jetzt sieht er scheiße aus. Er sieht einfach aus, als Ja. hätte er Kack-Eiscreme auf seiner Schnauze. Ist halt wirklich so. Und dafür einen Überverschädel Ja, ist so. ausgeben, Also ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. So, aber auch schwarze Farbe. ey. Das ist in Ja. Philips Welt halt einfach Scheiße, stimmt. mit Ja. das seltenste Item so. RIP einfach, Leute. Ich baue nämlich gerade in meiner Oh shit, Base. da ist ein Zombie. Ey, gut, dass das kein Creeper war. Wo ist der hergekommen? Ey, das kotzt mich so an, dass ich immer nie weiß, wo die Hurensöhne herkommen. Ich meine, guckt euch das an. Wo zum Fuck kann hier bitte ein Zombie spawnen? Also was ich sagen wollte, ist mit der Ja. Base. Also ich baue gerade meine Base, ich baue so eine fliegende Base. Ja. Und jetzt brauche ich halt noch Sandstein und Holz. Hast du noch irgendwo unverarbeitetes Holz? Ja, in der Holzfarm. Weiß Wie viel hast du denn? ich nicht, aber einiges. Okay, dann. Nee, wie komme ich da hin? Keine Ahnung, Digga. Ne, über den Never Highway halt. Ich weiß gar nicht. Digga, Philipp! What the Ne? fuck? Digga, was? Das sieht geil aus. Sieht schon scharf aus. Naja, zumindest Leute, ich habe trotzdem noch ein paar Banner gemacht. Und zwar erstmal dramatisch. Bam! Habe ich die hier aufgehangen? Es finde ich scheint das nicht so ganz zu dir. Scheiße! Der Kack hat mich hier einfach runtergespült! Bruh, du musst da rausschwimmen normalerweise. Ah, let's go! Ach, Digga, das hat jemand kaputt gemacht. Oh,
gar keinen Bock zu rappen. Und mein Aufnahmegerät geht wieder nicht. Naja, zumindest. Hier sind jetzt die Banner richtig nice. Hier, und hier bin ich! Ja. Ja, ich meine, ja! Zumindest hier kommen auch noch andere Banner hin. Ich habe mir schon Design überlegt. Ich hoffe mal, das funktioniert anders als der andere Banner. Und dann habe ich noch. Haltet euch fest, Leute. Nichts gemacht! Richtig, genau wie du immer, nein, Quatsch. Die Banner hier gemacht. Ja. Aber ich meine, ja, die Idee mit dem Lila und dem Schwarz hatte Michael so, den Rest habe ich halt gemacht. Oh, ich bin müde. Ja, ich auch. Zumindest, Leute, das sind die Banner. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wenn nicht, wollen dann wir halt das nicht. Licht anmachen? Nö, ich beende jetzt hier den Part. Also, danke fürs Zusehen, Leute. Ciao. Ciao.